Sevilla vom Guadalquivir aus fotografiert. Alles schönste Blumen. Blick auf Sevilla, der von der die Nadelbrücke da drüben, oder Guadalquivir entlang Richtung Cordoba. Heute ist wieder, wie man sieht, schönste Wetter, ein bisschen bewölkt, irgend so ein Nest zwischen Sevilla und Cordoba. Das ist so eine römische Siedlung, aber hier ist so richtig Land. Luft ohne Ende. Ein Carmona. Aber das gleicht sich alles. Das sieht aus wie die Giralda. Das ist halt hier jetzt von den Mauern wieder auf Minarett. So, Maurische Burg dazu. Maurische Burg da. Alte Dinger, alte Schuppen da. Carmona. Und so Plaza Major, da ist alles Rambazamba. Die kacheln da immer, wie in Tudela oder so. Und Cordoba, das sind riesen Felder. Jetzt kommen wir schon wieder in die Nähe von Cordoba. Da ist mehr Industrie und so. Aber sehr fruchtbare Felder mit Weizen und Gerste, Cerealien, also. Und Aceite, Öl, also es ist wirklich ein fruchtbares Land hier. Einstmals eine Stadt mit einer Million. Heute eine Stadt, wenn das gesamte Land berechnet wird, vielleicht von 250.000. Römische Geschichte. Cordoba. Vorsicht beim Aussteigen mit dem Absatz. Cordoba, die Medina al-Sahara. Ein alten Schrott hier von den Römern und von was weiß ich, was das hier alles verkruscht ist da. Das kann man alles vergessen da. Römisch. Arabisch, Griechisch, allen Scheißen Blick hat man da. Das ist das weite Tal des Guadalquivir. Und hier ganz links, man sieht es nicht, ist Cordoba. Da haben die sich natürlich angesiedelt. Erstens im Rücken haben sie hier hinten das Wasser. Da ist praktisch die Anfänge der Sierra Nevada. Und einen schönen Blick und Sonne. Südhang hingestellt. Irgend so ein Mufti da. Außenfront der Mesquita. Und jetzt sagen wir da ins Judenviertel rein, der Bauer von der anderen Seite. Von der ewigen Bewegung der Dinge. Also die Ewigkeit macht er als beständige, unendliche Bewegung. Das ist jetzt schön. So, der ruscht das alles da. Noch mit Kacheln versehen. Schönen Bugavien, das ist natürlich hier schon herrlich dann. Die Pizza da gewesen. Ich glaube, die Mediziner, ich weiß es nicht, wie es im Arzt und Philosoph, dann küssen sie hier die Hände. Am schönsten ist, was wir prinzipiell europäischen Philosophie und auch die Kathedrale in sich aufnahm. Das ist jetzt die Mesquita von Cordoba. Köstliche Säule. Da ist ein Engel da oben drauf gehängt. Da sie den Arabern praktisch zeigen, wo der Bartel der Most holt. Die Leben, alle diese Katholen waren hier. Jetzt haben die hier irgendwie so ein Amphitheater. Oder so ein Triumphbogen. Okay. Jetzt hauen die da so ein Ding davor gewirkt. Ein Riesentor dahin gebaut. Das ist alles rekonstruiert, dass man hier einen schönen Blick über den Guadalquivir auf die Mesquita. Das ist natürlich so schön. Das ist in dem Turm hier drin. Oh, Kalahor ist das. Der Modi ist da. Der eigentlich das 10. Der Empfang in Cordoba. Michael, das ist die Richtung gegen Mekka. Eine riesen, angeblich römische Brücke gebaut. Alles überdimensioniert wie sonst was. Das, da die letzten Aufnahmen. Der Himmel ist jetzt ein bisschen bewölkt, aber was weiß ich. Und hier nochmal die römische Brücke. Und das war's. Der Film ist aus. Wir gehen nach Hause.
Brücke ist so ein heiliger Engel hier oder irgendwas. Lauter Neger. Senegal, der ist hier. Senegal, der ist überall hier präsent in einem Garten. Wir nähern uns so langsam der Mesquita. Alles arabisch. Wieder der blaue Himmel in Spanien hier. Und die Schwalben, die tun hier wieder. Valdeas ist eine Art Koranschule, ja. Mesquita, das ist ein das ist die. Arabo, also die Kalle, ja, der das im Grunde wie ein Westenwind. Kita. Ja. Und von hier, ja, die Blumengasse im Hintergrund. Ja. So, wie ist dein Gefühl, ja? Jetzt gehen wir wieder durch die Patios am See. Schön, schön, schöne Patios. Kühl mit Gummibaum, riesige Gummibäume. Hier blüht und gedeiht, hier ist alles am Blühen. Den Leuten Lederkuhstab, das zeigt der Tauke. Oberst zu Oberst, alles römisch. Da ist katholische Kirche, die hat natürlich alles gemacht. Und dann ist hier unten das arabische. Arabisch, und der war wenigstens schlau und hat nicht alles zerstört. Außer dass er sich halt da jetzt, das werden wir ja sehen, den Popentempel direkt in die Mesquita gemacht hat. In der Mesquita. Und da ist praktisch der Popenkanal. Das ist das einzige Pope. Oder was heißt der Pope? Karl der Fünfte. Der hat die Mesquita hier ausgebeint und hat sie hier katholische Kirche einbauen lassen. Lauter Bögen, die sie praktisch von den Römern übernommen haben, da diese rot-weißen. Das ist also Sandstein und Ziegel dazwischen. Pope, mitten in der Mesquita. Schön, die Bögen da immer, das ist alles harmonisch. Das ist natürlich hier schon ein riesen Schuppen, aber es ist sehenswert. Die Mesquita in Cordoba, das ist immer sehenswert. Von den Popen hier, da geht die Popen zum Kloster, die Avila, die Teresa, alles Heilige. Die Heilige, die haben Schmuck, sag mal, lieber, da kannst du, ob das echt ist, ist noch fraglich, aber jedenfalls haben sie genug zusammengeklaut. Endet natürlich nicht, das ist eine riesen Fläche. Eine riesen Fläche ist das. Kannst du rumgucken, wo du willst. Gehen sie nur unten durch, das macht nichts. Aber hier ist auch die Welt zu Hause. Hier siehst du jede Nationalität, egal was. Als Abschluss die Popenkathedrale hier. Das ist praktisch die Kathedrale von Cordoba. Schlägt die natürlich hier. Erstens hell. Das ist der Hauptaltar. Das sind die Weiber. Am Kreuzigen und so, da muss ich aufpassen, dass der Kutsch. Stumpfbauten, das ist alles vom Karl den V. Er hat mitten in die Mesquita hat er ausbeinen lassen und hat dann diesen Prunkbau hier reingestellt. Der Sieg der Christenheit über die Moslems. Stuhlung ohne Ende. Er schlägt dich hier. Was die Popen hier sich geleistet haben und das geklaute Gold von den Inkas und Mayas. Also ein gewaltiger Bau. Das haben die Popen, die das alles verunstaltet hier durch so Altäre dazwischen. Passt vielleicht oder passt nicht, aber das ist die Macht der katholischen Kirche hat sie hier repräsentiert. Dabei ist das eigentlich ein ganz schlichter Bau. Der Popenkirche, das sind ja im Endeffekt römische Aquädukt, Arcos, also
Und da haben die halt hier die Kirche da reingebaut. Mit der Kuppel natürlich da oben. Der Heilige Geist und Firlefanz. Und hier die Leuchtkirche-Kathedrale von Cordoba. Jetzt ist das ein Kreuz.